mein Name ist Luca. Meine lieben Freunde, wie ihr ja alle wisst, bin ich der schlechteste Horrorspieler der Welt. Ich weiß nicht, warum man sowas freiwillig macht. Ich weiß noch nicht, warum man in Horrorfilme geht, im Kino. Warum bezahlt man Geld dafür, dass man sich fürchtet? Allerdings spielen wir heute Five Nights at Freddy's. 12 Uhr. Erste Nacht. Wir haben einen neuen Job und arbeiten in dieser Pizzeria. Ah, jetzt ruft der Chef an, ne? Muss ich irgendwas drücken? Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Zuletzt vor Jahren. Ich mute den Call mal. Also das hier ist unser Büro. Wir haben hier eine Tür. Und wir haben hier eine Tür. Links ist niemand. Und rechts ist auch niemand. Okay, sehr gut. Wir können die Tür schließen. Dann kommt niemand rein. Und wir können links die Tür auch schließen. Dann kommt dort auch niemand rein. Wir sehen unten links unsere Power. 93%. Dementsprechend, wenn wir Licht anmachen, geht die Power schneller runter. Wenn wir die Türen zumachen, geht die Power schneller runter. Und wir haben ein iPad. Das sind die drei Figuren, auf die wir aufpassen müssen. Das hier ist die ganze Pizzeria. Und wir packen das iPad wieder weg, weil wir sind nur bei 92%. 91%. Wir müssen es bis 6 Uhr nachts schaffen. Denn das hier ist unser neuer Job. Und wir müssen auf die Pizzeria aufpassen. Keiner von diesen Leuten, von den dreien, darf sich von hier hinten Cam 1A über Cam 1B, 1C, keine Ahnung was, hier zu uns hinbewegen. Denn dann sind wir am Arsch. Mittlerweile haben wir schon 1 Uhr nachts. Und wir sind bei 88. Hey! Oh mein Gott! Wir sind alle noch da. Boah, ey, ich bin da nur aus Versehen mit der Ma... Hab den kleinen Taste bekommen, wie schreckhaft ich bin. Und ich war auch gestern feiern, das heißt, ich habe auch noch einen Kater. Das hier ist auf jeden Fall unser Arbeitsplatz. Wir haben eine wunderschöne Beleuchtung in Form einer Glühbirne. Wir haben ein bisschen Essensreste hier vorne. Wir haben einen Ventilator. Wir haben Bilder, die wahrscheinlich irgendwelche Kinder, die mal hier zu Gast waren in der Pizzeria, gemalt haben. Im Spinnenweben. Und wir haben rechts niemanden. Und wir haben links auch niemanden. Sehr gut. Wir müssen einfach nur darauf achten, dass diese drei dort bleiben. Es ist ganz einfach gesagt, aber in der Zeit, wo ich nicht gucke, können die sich bewegen. Das heißt, jetzt gerade könnten die sich bewegen. Ich schau mal nochmal. Sind alle noch da? Ganz entspannt, Digga. Mein Ziel ist es heute, die erste Nacht fertig zu machen. Dass ich es schaffe bis 6 Uhr morgens. Wir haben 1 Uhr nachts. Das seht ihr oben rechts eingeblendet. Wir sind bei 81. Oh mein Gott, jetzt habe ich hier schon wieder drauf geklickt. Okay, aber es ist bisher nichts. Sie sind alle drei noch an ihrem Ort. Die kooperieren aktuell mit mir. 1 Uhr nachts. Ich weiß nicht, wie langsam die Zeit hier vergeht, aber wir können es uns ja auch einfach mal mathematisch ein bisschen einplanen. 2 Uhr nachts haben wir schon. Wir haben jetzt schon bis 1 und bis 2 geschafft. Wir müssen noch bis 3, bis 4, bis 5, bis 6. Also wir haben ein Drittel fertig. Sind alle drei noch da? Ganz entspannt. Ein Drittel haben wir und wir haben jetzt 22% von unserer Power verbraucht. Das heißt, mathematisch dürften wir schon 33% verbraucht haben. Haben wir nicht. Wir gehen energiesparend vor. Greta Thunberg wäre stolz auf uns. Wir werfen einen kleinen Blick nach rechts, dort ist niemand, und einen kleinen Blick nach links, dort ist auch niemand. Licht schnell wieder aus, zack. Und wir schauen, ob sich die drei noch dort befinden. Die sind alle drei noch da. Ganz entspannt. Ganz easy peasy. Lemon squeezy. Ich mach mir gar keinen Stress. Allerdings würde ich sagen, werfen wir jetzt nochmal einen kleinen Blick hier rein. Alle drei noch da, ganz entspannt. Wir können ja auch mal ein bisschen rumgucken. Hier ist niemand. Niemand ist unterwegs. Alle drei noch im ganzen Raum, ganz weit entfernt von uns. Was ist denn das für Stimmen? Hier sind alle drei noch da. Es ist 3 Uhr nachts. Wir sind bei 8 und... Alles gut, alles gut. Wir sind bei 68%. 3 Uhr nachts. Die Hälfte haben wir. Wir haben die Hälfte und wir haben erst 33% verbraucht. Wir werden's... Warum kommt denn jetzt Musik? Alle drei noch da. Warum kommt denn Musik? Musik ist weg. Alle drei noch da. Warum ist das denn? Also... Ich meine, es ist ja auch einfach blöd. Ich meine, wir arbeiten in dieser Pizzeria. Warum machen wir nicht einfach noch ein Licht an? Und was ist das für ein komischer Boss, dass der sagt, Mensch, brauchst du nicht mehr Strom. Reicht hier die 100%. Oh, einer ist weg! Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Cam 1B, Cam 1B, Cam 1B. Okay, entspannt, 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 entspannt. Lemon squeeze, lemon squeeze. Einer ist schon unterwegs, einer ist unterwegs, okay. Die anderen beiden sind zum Glück noch da. Er steht da noch.
Die Cams sind ausgefallen! Ah! Einer ist noch da! Der ist ein Ehrenmann! Der ist ein Ehrenmann! Der ist noch da! Ah! Ah! Er ist ein Ehrenmann. Ah! Er ist weg! Er ist weg! Er ist weg! Wo ist er? Wo ist er? Da ist er! Das ist er! Das ist er! Das ist er, oder? Das ist er, glaube ich. Oder was sind das? Das sind auch noch so Masken überall. Oh mein Gott. Okay. Wir haben einen Cam 1A. Das ist der Bär. Der ist ein Ehrenmann. Der Bär ist ein Ehrenmann. Er bleibt da. Der Bär ist ein Ehrenmann. Alle in die Kommentare schreiben. Der Bär ist ein Ehrenmann. Er ist da. Okay, er bleibt auch da. Alles easy. Alles easy, Lemon Squeezy. Ah! Er ist weg! Er steht im Hallway. Er steht im Hallway. Hier hinten steht er. Er steht dort. Der Bär ist da. Der Bär ist ein Ehrenmann. Er steht im Hallway. Er steht in der West Hall. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Wir sind um 4 Uhr nachts. Wir haben noch 2 Stunden vor uns. Der Bär ist ein Ehrenmann. Du kannst auch gern da bleiben, blöder Wolf oder was auch immer du bist. Der Bär ist der Ehrenmann, aber er steht in der West Hall. Ich bleibe hier drauf. Wir sind bei 5 Uhr nachts. Ich bleibe hier drauf. Diese Cam darf nicht ausfallen. Die darf nicht ausfallen. Dann ist er direkt bei mir. Die West Hall Cam darf nicht ausfallen. Dann haben wir diese Nacht geschafft. Und ich habe das erste Mal ein Five Nights at Freddy's Video auf diesem Kanal hier hochgeladen. Jahrelang habe ich das nicht gemacht, weil ich hasse Horrorspiele. Ihr wisst das, mein Herz dreht durch bei sowas. Dann ist es das erste Mal, dass ich eins hochgeladen habe, ohne dass ich mich erschreckt habe. Also ich habe mich erschreckt. Der ist weg. Scheiß drauf! Komplett! Tür zu! Tür zu! Wir sind Power Usage 26%! Haben wir noch übrig! Eine Stunde 25%! Wir können runterzählen, so schnell geht das runter! 24%! Komm! 6 Uhr nachts, bitte! Noch eine Stunde! Diese Stunde zieht sich auch schon extrem lang! Hier darf nichts passieren! Ist hier einer oder ist das nicht? Ich glaube, hier ist keiner mehr! Wir haben es geschafft. Direkt Escape. Direkt Escape. Beende. Raus. Ich bin raus. Ich schwitze. Ich schwitze wie sonst was. Leute, Horrorspiele sind nicht gemacht für mich. Ich habe eine Nacht geschafft, Five Nights. Ich spiele dieses Spiel nie wieder. Ihr wolltet alle, dass ich das wieder spiele. Ich habe es geschafft. Eine Nacht. Ich spiele es nie wieder.